Wir haben einen Gottesbezug in Verfassung, in der Präambel des Grundgesetzes und in einigen Landesverfassungen. Wir haben ein sehr umfangreiches Staatskirchenrecht und eine personelle Verquickung zwischen Vertretern des Klerus und der Ministerialbürokratie. Also die Kirche sitzt bei wesentlichen Entscheidungen immer oder oft mit am Tisch. Die mentale Trennung meint, dass zwischen privatem Glauben und politischer Betätigung zu unterscheiden ist. Natürlich hat der weltanschaulich neutrale Rechtsstaat mit seinem Schutz der universalen Menschenrechte auch die individuelle Glaubensfreiheit garantiert, also auch die Religionsfreiheit. Nur wenn alle 18 Minister der letzten Legislaturperiode ihren Amtseid mit der Bekräftigungsformel "So wahr mir Gott helfe" leisten, muss man sich schon fragen, wie das mit der mentalen Trennung aussieht. Also ob sie ihren Eid auf die Verfassung leisten oder auf Gott, also was beim politischen Handeln im Endeffekt die Richtschnur ihrer Entscheidungen sind.